So, hallo, hier ist der Podcast von Sven Heinreich, Folge 8, Quatsch, Folge 900. Ja, genau, wir sind bei der Folge 900. Nein, und es ist auf jeden Fall Donnerstag. Es ist ein schönes Wetter, glaube ich, zumindest. Zumindest kommt mir das so vor. Ich weiß nicht, wie es draußen aussieht, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, ja, ein schöner Tag heute. Hoffe ich zumindest. Ja, Arbeit haben wir genug gekriegt. Wie es ist, erst haben wir keine Arbeit, dann kommt jede Menge. Und ja, was aber nicht schlimm ist, denn ich bin froh, wenn wir was zu tun haben. Ja. So ist es. So, und jetzt laufe ich erstmal hier durch die Küche. Werde ja erstmal das Fenster schließen, damit wir auch nicht ganz so. Da. Ja, da ist eine Katze. Das ist Mieze. Eine Mieze. Ja, Mizi, alles gut. Mizi liegt nämlich hier auf dem Stuhl, ne, Mizi? Ja, was denn? Ja, was denn los? Ja, begrüßt du mich? Hallo? Hallo, Mizi. Ja. Ja, Mizi, was ist los? Ja, meine Mizi-Katze, ne? Ja. Hast du mal wieder einen Stuhl für dich, ne? Ja. So, jetzt wollen wir uns auf jeden Fall Kaffee machen. Kaffee ist wichtig am Morgen. Aber damit ich auch besser hier durchkomme, muss ich den Stuhl bewegen. So, braucht nämlich Platz. Wie schön ist das Aufstehen am Morgen. Da, 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 so. Ja. Tasse wieder voll machen natürlich. Genau, Tasse ist voll. Ja. Und gießen. Genau, da haben wir. So, ach hier, ich dachte schon, wo ist mein Löffel? Ist der im Wasserkocher drin? Nein. So, jetzt natürlich im Wasserkocher. Ja, der Wasserkocher. Mir geht's gut. Ich habe gut geschlafen. Hatte zwar gestern wieder so einen kleinen Durchhänger, aber ja, den habe ich eigentlich immer. Ist nicht so schlimm. Ich sage mal, ich versuche ja immer jeden Morgen aufzustehen und zu gucken, wie geht der Tag los. Ja, mal gucken. Bis jetzt muss ich sagen, habe ich es auch jeden Morgen immer irgendwie geschafft, auch wenn es manchmal schwierig ist, sich zu motivieren. Gerade auch heute. Heute gibt es ja wieder so ein Essen, wo ich sage, oh. Also erstens gibt es heute Buchstabensuppe, was nun gar nicht mein Fall ist. Das ist schon mal das Erste. Ja, mehr ist eigentlich nicht. Dann muss ich heute auch noch den Linseneintopf essen. Die Büchse. Ist auch nicht so ganz mein Fall, weil der muss ja langsam weg. Und ja, gut. Also essensmäßig bin ich heute nicht auf dem stärksten Strip, wie man so schön sagt. Aber egal, was soll's. So. Man sollte ja froh sein, überhaupt was zu essen zu haben. Ne? Das ist ja auch. Und von daher. Naja, dafür gab es gestern Kuchen, weil die eine Arbeitskollegin Geburtstag hat und gestern gab es auch Hackbraten. Also was will man mehr? Ne? Es gibt ja immer mal ein Auf und Ab, auch mit dem Essen. Von daher, was soll's? Ne? Kann man ja nicht ändern.
Und man sollte ja froh sein, überhaupt was zu haben. Andere haben gar nichts. Insofern ist das alles natürlich relativ. Und solange ich morgens noch meinen Kaffee trinken kann, ist die Welt eigentlich in Ordnung. Nicht wahr? Genau. So. Was hätten wir? Ja. Das tun wir natürlich auch den Süßstoff wieder weg. Klar. So. Jetzt noch aus. Löffel sauber machen, ausspülen. So. Und das Wasser wechseln hier, was ich hier am so, genau. Gut. Katzen haben auch wieder hier in der Küche frisches Wasser. Dafür sorge ich ja immer. So, und jetzt heißt es, ja, Wasser für den Kaffee. Jetzt muss ich natürlich, Moment, ja, Dicke, ich nehme ja den anderen Stuhl. Da kein Problem mit. So. So, jetzt schiebe ich die Katze aber noch ein bisschen nach links. So. Also den Stuhl mit der Katze, ja, nicht, dass ihr denkt. So, jetzt ist nämlich die Mieze neben mir auf dem Stuhl und ich sitze hier auf dem Stuhl. Na, ist das nicht schön? Also muss man nicht alleine Kaffee trinken. Naja, doch, im Grunde schon, denn Mieze trinkt ja keinen Kaffee. Ist ja logisch, oder? Habt ihr schon mal eine Katze gesehen, die Kaffee trinkt? Sollte man eigentlich nicht machen, dann sind die nämlich noch aufgedrehter, außerdem vertragen die das wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich hab noch nie einer Katze Kaffee gegeben, würde mir auch nie im Traum einfallen. So. Ja. So, jetzt stellen wir natürlich noch den Wasserkocher weg. Ist ja klar. Ja, immer so, dass ich alles so weit wegstelle, schon allein wegen der Katzen. So, dann haben wir hier noch ein Gefäß. Das Gefäß können wir auch weglegen. Genau. Weil dann haben wir das auch erledigt. So, ist das Gefäß auch schon mal weg. So, Wasserkocher. Ist auf jeden Fall vom Strom weg. Haben wir nur noch mein Standardgefäß hier zu stehen. Genau, also das, was man braucht. Löffel. Genau, so ist gut, so liegt nicht alles rum hier. Genau so ist mir das wichtig. So, achso, Entschuldigung, wollte es nicht auf deinen Stuhl, Dicke. Ne? Ja, wir haben beide unseren Stuhl. Und so muss es sein. Mieze, links von mir. So, Mieze. Da ja Mia und Blackie irgendwo da draußen sind, also irgendwo da draußen, also im Wohnzimmer oder Schlafzimmer, meine ich natürlich, können wir beide jetzt das mal ein bisschen genießen. Was meinst du? Hm? Ja, du bist ja eine Feine, jetzt stupst du mich an. Ne? Ja. Ist deine Feine, ja. Willst du noch mal guten Morgen sagen, ja? Ja, ne, du sagst guten Morgen. Ja, ne? Manchmal schnurrt sie auch. Ne, Mieze? Ja.
Jetzt schnurrt sie, fängt sie an zu schnurren, ne? Ja, sie fängt an zu schnurren. Jo, leg dich hin. Leg dich auf den Stuhl, Dicke. Kann dann den Stuhl ja auch noch mal ein bisschen nach hinten. Guck mal, jetzt hast du ein bisschen mehr Platz. Ja? So richtig schön Platz hast du hier auf dem Stuhl. Ja, Dicke? Ja, darf ich jetzt meinen Kaffee trinken? Ja? Erlaubst du mir das? Ja, sehr lecker. Ja, die Vögel zwitschern. Ich kann ja noch mal kurz das Fenster aufmachen. Ich meine, so viele Leute sind ja da nicht draußen. Könnt ihr noch mal ein bisschen Vögelgezwitscher hören? Schön, oder? Das geht auch noch mal raushalten. Sofern es geht hier am hört ihr die Vögel. Habe ich euch eigentlich schon meinen Olympus-Albtraum erzählt? Ich glaube noch nicht. Und zwar habe ich geträumt, dass ich mit Olympus-Geräten aufnehme. Ist schon eine Weile her, ein paar Tage. Und ich habe dann immer so Sachen gemacht, wie ich bin dann immer irgendwie auf einen Stuhl geklettert oder auf die Leiter. Ich weiß es nicht genau. Und immer, wenn ich oben stand, ist mir ein Olympus runtergefallen. Der war dann natürlich auch kaputt. Und jedes Mal wollte ich ihn immer zusammenstecken wieder und es ging nicht. Dann habe ich einen neuen Olympus genommen, weil ich ja einige Olympus-Rekorde habe und jedes Mal ist das passiert. Immer wenn ich ihn irgendwie oben hatte, ist der runtergefallen. Na, Dicke, willst du aus dem Fenster gucken? Mitzi. Zack, wieder auf den Stuhl. Aber jetzt hört ihr wenigstens Mietze auch mal. Das ist doch schön. Sie mauzt zwar nicht. Aber so können wir wenigstens mal ein bisschen die Natur einfangen. Ja, sehr schöne Natur. Knurrende Katzen, ich weiß nicht, ob das jetzt. Weil Blackie wieder in der Nähe ist. Ach, das Blackie ist gerade. Naja, das ist Blackie. Blackie ist auf der Arbeitsfläche und Mietze ist jetzt auf dem Stuhl und schmatzt und knurrt. Und das ist Mietze. Los. Ach so, da bist du. Ja, so genieße ich denn immer das Vogelzwitschern.
So hört ihr mal jetzt Blackie und Mietze in Action. Ja, dieses Katzenknurren holt einen ja manchmal so ein bisschen aus der Natur raus, aber so ist es halt. Auch das gehört zum Podcast dazu. Natur, Katzen, Blackie. Genießt einfach mit mir diese Geräuschkulisse, falls ihr das gut hören könnt. Ich weiß es ja nicht, aber auf jeden Fall im Hintergrund die Vögel, ab und zu mal einen Katzenknurren. Jetzt kommt ein Auto von weiter Ferne. Alles mit dem Olympus DM720 aufgenommen. Müsstet ihr auch die Vögel einigermaßen hören? Ist das schön am Morgen. Ja, die Luft ist auch relativ angenehm. Manchmal hört man sogar einen Kuckuck. Gibt es ja äußerst selten. Aber manchmal hört man den. Da wohnt heute wieder Mietze auf dem Stuhl. Mietze geht's gut. Mietze ist wieder am Putzen. Na, Mietze? Ja, ne? Ja, mich stupst du gleich an, ne? Mich knurst du nicht an. Das machst du nicht, ne? Ja. Dann putz dich mal. Ja, das ist also die Folge 900. Das heißt, wir sind jetzt, oder ich bin jetzt, oder wir mit euch, wir gehen jetzt auf die 1000. Folge zu. Langsam aber sicher. Und auf das Jubiläum. 4 Jahre.
Podcast von Sven Heidenreich. Und ich muss sagen, früher habe ich ja mal mit den Namen so ein bisschen gezögert, aber letztendlich passt der ja schon, weil es ja wirklich mein Format ist letztendlich. Ne? Also so wie ich ihn mache, so habe ich ihn ja auch 4 Jahre lang bis jetzt durchgezogen dann. Und ja. Es gibt einfach Sachen, da ist es nicht wichtig, Erfolg zu haben. Natürlich ist es auch schön, wenn man ein bisschen Zuhörer hat und Anerkennung kriegt und so. Das braucht ja jeder Mensch. Aber manchmal ist es auch schön, wenn man weiß, man hat etwas durchgehalten und man hat sein eigenes Format gefunden, auch wenn vielleicht 2 oder 3 Stimmen gesagt haben, oh, ist ja langweilig. Immer das Gleiche. Wo ich dann immer sage, ja, aber komisch, wenn andere immer das Gleiche machen, das hören sich die Leute letztendlich an. Ne? Aber bricht man so ein bisschen aus und macht etwas, was halt nicht alltäglich ist, also was den Podcasts angeht, dann wird es als langweilig abgestuft. Ne? So ist das Leben. Ist ja mit Songs genauso. Sobald du irgendwas machst, was halt anders ist, wird es kritisiert. Ne? Und vor allem, wenn man halt nicht wirklich Sponsoren und sowas hat. Ne? Aber gut, man kann wenigstens sein eigenes Ding machen. Und das können ja viele, die da oben sind, überhaupt nicht machen. Ich meine, da bestimmen ja irgendwelche Plattenfirmen, wann was hochgeladen wird. Und das muss man sagen, da bin ich froh, dass ich selbst bestimmen kann, wann kann ich meine Folge hochladen. Genauso auch mit meinen Songs. Und das finde ich eigentlich, ist ein großes Geschenk. Ja. Und auch wenn es vielleicht wenig Leute hören, aber ja, das, was man so. Ja, jetzt mache ich natürlich langsam auch die Fenster zu, denn man braucht ja nicht ewig Fenster aufhaben. Und ich meine, klar könnte man jetzt, aber jetzt kommt langsam auch die Sonne, glaube ich, oder? Kommt die Sonne? Nochmal gucken. Ich mache auf jeden Fall zu. So, ja, da ist der Kater wieder gewesen. So. Stullen sind auf jeden Fall eingepackt, denke ich. Ach ja, ja, ist immer wichtig, wenn alles eingepackt ist. Weil ich habe es immer gerne alles. Ja, Stullen sind eingepackt, Stock hängt, also letztendlich kann es losgehen, also könnte es losgehen. Ne? So, ich schließe jetzt langsam auch die Fenster. Ja, auf jeden Fall. Ja. Man kann ja sagen, was man will. Ja, also ich kann mich beklagen, ich kann mich, aber das ist jetzt auch kein Einreden, aber irgendwie funktioniert das ja alles. Ja? Also man denkt ja immer so, ach, wie läuft mein Leben ab und ist es ja alles ein bisschen einsam und so. Aber auf der anderen Seite, wenn ich immer so mir so recht überlege, es ist natürlich einsam und manchmal wünschte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung hier rein. Ja, vielleicht auch mal die ein oder andere, dass ich auch eine Frau an meiner Seite habe oder gute Freunde, die ab und zu mal kommen, mit denen man mal was machen kann. Auf der anderen Seite, wie wäre es denn, wenn ich jetzt Freunde hätte? Also natürlich wäre es schön, Freunde zu haben, aber was würde man tun? Man würde, also ich würde wahrscheinlich mit denen mich treffen, dann kommt vielleicht auch wieder dieser Punkt, scheiße, ich muss zur Arbeit.
Naja, aber auf der anderen Seite, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass sich noch irgendwas in meinem Leben ändert und wie auch immer sich was ändern wird, ja, man weiß es halt nicht. Und jetzt machen wir auch hier die Fenster wieder zu. Aber ich bin einfach guter Dinge. Ich versuche mich halt immer wieder so ein bisschen rauszukämpfen. Es ist nicht einfach. Wie gesagt, gestern hatte ich auch schon wieder so ein Loch, wo ich so gedacht habe, oh. Ja. Ich weiß auch nicht. Als ich gestern sozusagen nach Hause kam und mich hingelegt habe und dann geschlafen habe und dann dachte ich so, ach Mann, ey, irgendwie. Ja. Wenn man auch keinen schönen Traum so direkt hat und dann wacht man auf und dann denkt man, ja, was hat man jetzt eigentlich gemacht? Ja. Und es ist einfach, weiß ich nicht, momentan ist auch so eine Phase bei mir. Da fragt man sich einfach, was macht man hier eigentlich? Ne? Und sieht nicht so richtig den Sinn in allen. Und das ist doch schön, wenn man so Gewohnheiten hat wie den Podcast oder was man dann einfach macht, wobei ich auch nicht weiß, ob ich das ewig weitermache. Also. Ich denke mal, irgendwann wird damit auch Schluss sein mal. Ne? Also das ist jetzt nichts, was ich jetzt wirklich mein Leben lang machen will. Ne? Also ich möchte ja schon, dass sich Sachen ändern, dass ich weiß es nicht, wie lange mein Podcast noch so laufen wird. Ne? Ich denke mal, wenn ich irgendwas anderes irgendwann mal im Kopf habe oder wirklich meine Beziehung habe, dann werden die Folgen nur noch vereinzelt kommen. Aber ja, man weiß es halt einfach nicht. Ne? Es kann sich vieles entwickeln. Ne? Der Podcast soll ja auch nicht ein Lebensinhalt werden. Ich meine, ist er natürlich irgendwo jetzt momentan, aber natürlich gibt es auch ein Leben da draußen. Und genauso wie WhatsApp, ja. Auch mit der Community, das ist ja alles ganz nett und so, aber letztendlich, man kommt ja doch nicht zu dem, was man eigentlich will. Ne? Und es ist ganz nett, so eine Community mit aufzubauen, aber es ist natürlich auch immer wieder, ja, das, was man halt wirklich davon sich erhofft hat, das findet man natürlich nicht. Ne? Und von daher, ja, ich werde sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, das ist jetzt auf jeden Fall die 900. Folge. Ja, keine große Sache, wie gesagt. Und es wird natürlich weitergehen, aber wie gesagt, ich bin momentan so ein bisschen in der Schwebe, weil ich nicht weiß, ja, wie wird sich alles entwickeln, wie werde ich mich entwickeln. Momentan habe ich, wie gesagt, so einen Durchhänger. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich versuche mich, wie gesagt, immer rauszukämpfen, aber manchmal zieht mich das dann doch in den Sumpf und dann denke ich immer, ach, okay, wie soll es weitergehen? Ja, das ist aber, ich denke mal, das kennt ihr alle. Jeder kennt das Gefühl, ne, wenn er denkt, irgendwie habe ich nichts erreicht. Und das machen wir ja alle durch letztendlich, ne? Das ist ja auch so. Jeder ist mal schlecht drauf oder jeder ist mal, lässt sich mal von irgendwas runterziehen. Das ist ja auch normal. Ja. Da kommt mal wieder so ein Aufwind, wo man so denkt, jetzt schaffen wir es oder jetzt schaffe ich es. Ne? Und dann kommt wieder so ein Moment, wo man denkt, ja, jetzt könnte man eigentlich alles hinschmeißen, weil passiert ja sowieso nichts und jeden Tag ist der gleiche. Aber naja. Was hat er gesagt? Also wir haben den 23. Mai 2024, nur mal zur Information. Und mal gucken, wie es weitergeht. Der Mai geht auf jeden Fall jetzt zu Ende so langsam. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch weiterhin einen schönen Tag. Und ja, vielleicht habt ihr auch einen einigermaßen schönen Tag. Wie gesagt, meiner wird heute essensmäßig nicht so doll. Aber was soll's.
das Leben geht weiter und vielleicht wird der Tag ja doch irgendwie schön. Auf jeden Fall viel Arbeit, Hättichteile, Kabeltrommeln. Ich habe nichts gegen Arbeit, aber wenn du, ja, erst gab es gar nichts, dann kommt alles, also da denkst du dann schon irgendwie, ja gut, okay. Ja, und geldlich gesehen hat man ja auch nicht mehr oder weniger, ob man jetzt arbeitet oder nicht arbeitet. Ja, also der Anreiz fehlt ja auch. Ne? Ist ja nicht so, dass jetzt gesagt wird, pass auf, wenn du mehr arbeitest, kriegst du mehr Lohn. Oder wenn du arbeitest, passiert irgendwas Tolles. Und wenn du nicht arbeitest, passiert nichts Tolles. Ja, der Anreiz fehlt einfach. Ne? Das ist das Problem. Und ohne Anreiz, ohne Motivation, fährst du einfach hin und machst dein Ding. Ne? Das ist es halt. Und naja, aber so ist das Leben. Können wir nicht ändern momentan. Dann hören wir uns in der Folge 901 wieder. Bis dann. Ciao, ciao.